Hallo liebe Wassermänner, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Reihe von Liebeslegungen für die Sternzeichen. Lasst uns mal wieder in die Liebe hineinschauen. Was gibt's denn da für Wassermann jetzt Neues? Was wird angezeigt? Was wird bedeutend? Ja, auch an Herausforderungen, Unterstützung, wo geht's hin? Und ja, bedenkt, das ist eine allgemeine kollektive Legung für persönliche Einblicke. Nehmt gern die Legungsangebote in der Infobox in Anspruch. Ja, schaut da gern mal nach. Und es ist auch eine allgemeine zeitlose Legung. Ja? Wann immer ihr darauf stoßt, dann hat es für euch was im Gepäck. Darum geht es jetzt hier. Das ist die Herausforderung. Das ist die Unterstützung und die Tendenz schauen wir uns dann auch noch an. Ja, Wassermann, worum geht es denn bei dir? Um die drei der Kelche. Die Leichtigkeit, die Erotik, Flirtigkeit, ja vielleicht auch Dreierkonstellationen, Dreierbeziehungen. Ich kann es nicht ausschließen. Es ist nun mal mit den drei der Kelche angezeigt. Aber auch ums Danke sagen, ja. Danke für das, was alles schon geworden ist, vielleicht im Miteinander, ja, auch der Nachwuchs, der sich jetzt hier ankündigt, vielleicht die Liebe, die zu einer zusammenfließt, ja, die Liebe zweier, ja, eben auch die Leichtigkeit, Lebensfreude, vielleicht gibt es auch irgendwas zu feiern gerade, ist ein Fest besonders wichtig, auch die Unterstützung von Freunden, von Miteinander. Ja, Herausforderungen, hier 10 der Kelche, 10 der Münzen sozusagen draus zu machen. Entweder, ja, tatsächlich auch eine Dreierkonstellation, ne, zu heilen, hier in Heilung zu kommen miteinander, an der Stabilität im Miteinander zu wirken. Oder ja, natürlich aus einer Affäre etwas Stabiles auch zu machen im Miteinander, ne? Eine feste Beziehung. Das ist eine Herausforderung, ja. Hier darf natürlich einfach auch geprüft werden, ne? Was sind so die eigenen Vorstellungen von Beziehungen, ne? Oder beziehungsweise die eigenen Werte. In Sachen miteinander. Was kann hier vielleicht auch für die Stärkung im Miteinander getan werden? Ne? Ja. Schauen wir, Unterstützung. 2 der Münzen, Leichtigkeit. Flexibilität, Entscheidung, Entscheidungskraft kommt zu, aber ja, mit den 2 der Münzen schon auch angezeigt, ne, dass beide gleichwert sind. Ne? Und das ist oft das, ja, eben das Grundproblem, wenn Dreierkonstellationen entstehen, ne? Dass es eben keine gegenseitige Wertschätzung dann auch mehr gibt, ne? Dass man gar nicht mehr sieht und weiß, was man aneinander hat, dass die Liebe eben zueinander nicht mehr so recht fließt, dass ja Äußerlichkeiten eine sehr starke Rolle spielen, ja, und das eben eine Herausforderung ist, damit umzugehen, ne? Hier vielleicht wieder in mehr Leichtigkeit zu kommen, ja, das Äußere, das Materielle, vielleicht so ein Stück weit auch in den Hintergrund treten zu lassen, ne? Und sich viel mehr aufeinander zu konzentrieren. Aber dafür kommt dann auch Unterstützung zu, ne, für diese gegenseitige Wertschätzung, Konzentration aufs Miteinander, ne, damit nicht wieder, ja, auch diese Situation eintritt oder Gefahr besteht, dass eine Drittgröße, es muss nicht immer Geliebte, Geliebter sein, ja, es kann auch ein Übermaß an Arbeit oder, ja, was weiß ich, Eifersucht oder was auch immer sein, ne, die
hier eine einzige Beziehung auf Augenhöhe gesprengt hat. Ne? Aber ja, wenn hier an eigener Wertschätzung und gegenseitiger Wertschätzung miteinander gewirkt wird, ne? Dann kommt hier auch wieder Balance hinein, Ausgewogenheit. Ja, hier gibt es auch etwas, wie gesagt, zu feiern, ja. Ja, vielleicht, dass Nachwuchs auch einkehrt, ne, dass Familie jetzt hier gegründet wird, ne, dass dann schon auch eine Herausforderung ist, sich darauf einzustellen. Ja, aber geh es einfach auch leicht und spielerisch an, ne. Ja, und wenn du in Affäre bist, ne, du der oder diejenige bist, ne, die eine Affäre noch eingegangen ist, ja, dann kommt für dich hier natürlich auch Entscheidungsnotwendigkeit hinein. Ja, und um die Liebe einfach auch wieder ins Fließen zu bringen, kann es hier wichtig und notwendig sein, eben auch so ein bisschen aus Erstarrtem, Selbstverständlichem herauszukommen. Ne? Hier vielleicht auch Neues zu wagen, Neues auszuprobieren miteinander. Ja, wenn du als Single unterwegs bist, ne? Ja. Sicherlich auch ne, mit Fröhlichkeit, einen gewissen Hauch von Erotik, dann kann es sein, dass du hier jetzt vielleicht auch die Qual der Wahl bekommst, ne? Mit wem du jetzt hier ja auch in Beziehung gehen möchtest, ne? Und ist es eine Anfrage dann vielleicht auch an dich, ob du das wirklich möchtest? Schauen wir doch, Page der Münzen. Ja, guck mal, gerade für die, die sich gern Nachwuchs wünschen, ja, ist das hier angezeigt. Ne? Der Page der Münzen, der steht für ein Kind. Ja, ganz real macht sich da ein Kindchen auf dem Weg. Fürs Miteinander heißt es, ja, hier ein neues Kapitel im Miteinander zu wagen. Vielleicht auch eben aufgrund von Verunsicherung durch eine Affäre hier auch nochmal ganz neu miteinander zu starten, neu miteinander zu lernen, sich gegenseitig wertschätzen lernen, an Selbstwertthemen arbeiten. Ja, schauen wir, was die Engel der Liebe noch als Impuls mitgeben. Na, da ist es schon. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ja, es kann sein, dass da jemand auch immer wieder auftaucht hier. Oder ne, eben, dass die dritte Größe ist, die hier auch immer wieder in Beziehung auf Augenhöhe hineinfunkt. Dass da immer noch ne, emotional auch ein Ex-Partner, Ex-Partnerin mit rumschwirrt, energetisch. Ne? Und ja, das bringt hier natürlich durchaus auch Beziehungen ins Wanken. Ja? Wenn du es loslässt, ja, nur noch ihr zwei dann in der Beziehung eine Rolle spielt, dann stellt sich hier auch Balance hinein, Balance ein, ja.
die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ja. Ja, weil gerade wenn dir das wichtig ist, ne? Wenn dir das selber eine Herausforderung ist, ne? Dann ja, tu auch etwas dafür, ne? Ja, schauen wir noch. Welchen Impuls geben die Eulen der Glückseligkeit für dich? Ja, und wenn ihr jetzt, wenn es darum geht, miteinander aus so Festgefahrenheit oder gewohnten Trott einfach auch so ein Stück weit rauszukommen, ja, dann lasst natürlich einfach auch das hinter euch, was euch bisher bekannt gewesen ist, ne? Probiert einfach tatsächlich auch Neues aus miteinander, ja. Ja, vielleicht gemeinsame Hobbys. Oder ja, was Unternehmungen. Vielleicht geht ihr zusammen zu irgendeinem Sportverein. Ja. Schaut mal, was euch da Erfrischung hineinbringt. Ja. Du heilst dich immer selbst. Such die Antworten nicht im Außen. Du findest sie in dir. Ja, gerade auch wenn du vielleicht immer wieder in die Position von Affäre gerätst, ja, das ist, steht auf die Stirn geschrieben, auch wenn es da nicht steht, ne, dass Ex-Partner hier vielleicht noch eine Rolle spielen oder irgendetwas Unverarbeitetes aus Ex-Partnerschaften, ja, das können auch Selbstwertthemen dann sein, ne? Wenn du die in Heilung bringst, ja, du darfst dich auch gern melden. Ich kann dir mit Instant Change, der starken Energietransformationsmethode, hier wunderbar Unterstützung bieten. Wenn du das heilst, einfach, wenn du das wirklich auch loslässt, hinter dir lässt, was dich da beeindruckt hat, ne, was dich da auch niedergedrückt hat, dann kommst du hier in deinem Wunsch vielleicht, ne, Familie zu gründen, in stabile Beziehungen zu kommen, wirklich stabile Beziehungen zu erleben, verlässlich, dauerhaft, wunderbar voran. Ja. Such die Antworten nicht im Außen, du findest sie in dir. Ja. Du heilst dich immer selbst. Ich wünsche dir alles Liebe dafür, bessere Entwicklungen, ja, und für dich selbst, auch im Miteinander, natürlich auch bei Familiengründung, ja. Freue mich, wenn wir uns wieder hören und sehen. Freue mich über dein Abo, dein Like, deinen lieben Kommentar und sag bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.